Muss ich so machen. Na gut, dann ebenso. So, Kontrolle lasse ich mal hier weg, weil sonst gibt es hier komische Sachen. So, also. Ja, Summoner's War wieder. Lange Zeit ist es her, dass ich es gestreamt habe. Jetzt ist das 10. Jubiläum dieses Jahr. Das glorreiche 10. Jubiläum. Und es gibt ganz viele Events, ganz viele Belohnungen. Und ich habe vor ein, zwei Tagen schon damit begonnen, die ganzen Sachen zu sammeln, damit ich ein kleines Opening machen kann. Und ich habe ganz viel. Also, nee, Moment. Erstmal kann ich hier noch ein paar Sachen einsammeln. Hier. Kriege hier noch ein paar Special-Rollen. Es gibt nämlich Special-Rollen für das Jubiläum. Wo fange ich an? Genau, es gibt hier, ich kann ein 5-Sterne-Monster meiner Wahl beschwören. Für 50 Münzen. Das lasse ich jetzt mal noch aus. Dann gibt es diese 10-Spezialschriftrollen zum 10. Jubiläum. So. Aua. Moin Nano. 8K Energy hätte ich auch gerne. Glaube ich, ja. Ich komme mit der Energie nie hinterher. Ich hatte vorgestern hatte ich 10.000. Also ich habe jetzt schon ein bisschen gefarmt, um die Rollen zu kriegen. Aber es wird nicht weniger. Farm, 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 genau. Genau, die Rollen habe ich mir alle geholt. Dann vom Himmelsmünzenshop habe ich mir schon welche geholt. Das heißt, ich habe insgesamt 169 Special-Rollen, 2 legendäre Attributrollen, 3 legendäre, 6 LD-Rollen, beziehungsweise mit den Beschwörungsstücken 7 insgesamt, eine Wasser-, 8 Feuerschriftrollen, eine Windschriftrolle, 63 mystische Schriftrollen und 300 Beschwörungssteine. Es ist ein bisschen was. Ich habe keine großen Erwartungen, weil man kennt Summoner's War. Es ist, es hat viel mit Glück zu tun. Moin, Velix. Schön, dass du da bist. Die Steine lasse ich jetzt erstmal noch aus. Viel Glück, Dankeschön. Das werde ich brauchen. Ah, womit soll ich nur anfangen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich fange mal mit den mystischen an, ganz normal. Oder mit dem Elementarschriftrollen. So. Ganz kurz. Ich glaube, ich kann ja mal kurz gucken, habe ich genug Platz drin. So, hier. Einmal das rein. Habe ich hier noch was, was ich reinmachen kann? Nee. Gut, dann let's go. Wow. Okay, fängt das schon mal gut an. Und direkt neues Monster. Mensch, das, ja, so läuft das. Läuft das. Cool. Wasser-Cyborg. Neues Monster, was jetzt mit dem Update auch erschienen ist, mit dem neuesten. Deine Angriffe landen nie als Streifschuss. Wenn das Ziel, das du bei deinem Zug angegriffen hast, eine niedrige Angriffskasse dazu, erhöht sich die darauf entschädigten Effekte. Okay, interessant. Ja, das läuft doch schon mal. Coole Sache. Dann die Feuerschriftrollen. Ich überlege gerade, habe ich einen Wunsch nach 5? Ich weiß es gar nicht. Feuer, nee, ist ein Agent. Ich finde es ganz cool, mittlerweile wird ja auch angezeigt, welche Monster man noch nicht hat, beziehungsweise welche neu sind. Dann kann man direkt auf den ersten Blick sehen, ah, neues Monster. Okay, das waren die Elementarschriftrollen, dann gucke ich kurz mal. So. Genau, Viromos ist klar. Taylor, Feuerpuppenspieler, genau. Genau, der war vom Assassin's Creed Event. Bastet, genau. Oh, sind ja doch schon mittlerweile ein paar, die ich angesammelt habe. Ich liebe ja Sky Surfer, aber auch nur, weil ich sie noch nicht habe. Aber auf meinem Main-Account nicht. Deswegen würde ich mich, glaube ich, über einen Sky Surfer freuen. So, die ersten 10 mystischen.
Ja, das ist Abelio, also Wasserdruide. Ich meine, Eldena-Pfeife würde ich auch sehr gerne nehmen, aber ich glaube, nimmt jeder gerne. Aber es ist ganz cool, die Special-Rollen, die mit denen kannst du ja auch LD-Monster beschwören. 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne. Fünf seid ihr gegönnt. Dankeschön. Okay, dachte schon, ich muss neidisch bleiben. Ja, wer weiß, was wir heute beschwören, ne? Fingers crossed. IMT fertig gemacht und nichts aus dem Scrolls bekommen. Ah, belastend. Das ist wirklich belastend. Da freut man sich auf den Turm der Prüfung, wenn es mal zurückgesetzt wird und da kriegt man nix. Rein gar nix. So. Eine Feuersylphide. Die war nicht neu, okay. Schade. So, nächster Blitz. Ah, das ist der Windtaust. Na gut. Doch. Kalione? Nee. Gott, ich habe den schon so lange nicht mehr benutzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Nee, Galeone ist, glaube ich. Nee, Fregatte ist dunkel. Das ist Galeone. Stimmt. So. Trommelwirbel. Gargoyle. Ja, Galeone. Genau. Okay. So, die mystischen sind durch. Es gibt hier ein nettes Beschwörungsevent, dass man mit jeder Beschwörung Punkte sammelt. Dadurch kriegt man auch nochmal ein paar mystische Rollen. Und selbstverständlich gibt es hier auch das klassische mystische Schriftrollen-Event. Für jede 10. Beschwörung kriegt man eine mystische dazu, beziehungsweise für jede 50. Beschwörung gibt es nochmal so eine Special-Rolle hinzu. Und hier gibt es nochmal einmal eine Cyborg-Schriftrolle und eine legendäre. Also es sind genug Rollen vorhanden. Ist erst mein Account dran mit 1K Rolls. Boah, läuft bei dir. Hast du auf jeden Fall ein bisschen gespart, ne? Na gut, bei dem war nichts weiter drin. Schade. So, kurz mal nochmal Platz machen. So, die lasse ich alle drin. Gespart und vom Laster gefallen. So. 5 mystische, die lasse ich jetzt mal. Dann, ich mache erstmal die LD-Rollen. Mal gucken. 7 Stück habe ich. Mal gucken, ob wir überhaupt ein Lightning bekommen. Das wäre natürlich cool. Erster war schon mal nix. Zweite Rolle auch nix. Schade. Im Champion. Auch nicht neu. Lightning! Und es ist der Feuer, sei schon. Dunkel, Koboldbomber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Könnte schlimmer sein. Aber krass, von den LD-Rollen schon mal ein Blitz. Das ist, hätte ich nicht gedacht. Zink ist neu, sehr gut. Golem, der ist nicht neu, den hatte ich schon. Okay. Werwolf, der ist auch nicht neu, okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche ich schon damals gezogen habe. Die anscheinend war noch nicht neu. Kurz mal in die Sammlung gucken. Na doch, ich habe schon einige beschworen gehabt. Ja. Okay, ich habe noch kein 4-Sterne-Lichtmonster. Krass. Wow. Zink ist strong für Eisner. Das stimmt, ja. Deswegen eigentlich ganz gut, dass ich den gezogen habe. Genau, Koboldbomber, dann Dunkelassassin, der dunkle Gargoyle und dunkle Dukaibi Prinzessin. Genau. Gut. Dann würde ich mal sagen, mache ich die Special-Rollen. Das Aufregende heute. Let's go.
So. Aha. Ein neues Lichtdreischellungster. Der Kurierhai. Ja. Ist von den Haien überhaupt einer spannend? Ich weiß es nicht. Nice. Dunkel 4 Sterne bekommen. Das ist natürlich cool. Und direkt. Alles klar, Lichtdriade. Läuft doch. Crazy. Ey, als ob. 3 LD 4 Sterne. What? Crazy. Der bittersüße Ritter. Der Schokoritter. Krass. Und Lichtdriade. Wow. Wie viel Luck, ja. Danke. Das ist ja insane, krass. Er holt die HP von Verbündeten, die mit schädlichen Effekten versehen sind, bei jedem Zug um 15%. Er stellt auf die Verbündeten ohne schädliche Effekte. Ah, die ist ganz cool. Und ich bin entfernt. Okay. Der Schokoritter ist extrem gut. Greift alle Gegner zweimal an, um für jeweils 3 Runden ihre Verteidigung zu schwächen. Und die Angriffsleistung um 25% zu verringern. Dieser Angriff verursacht mehr Schaden, spricht deiner Max-HP. Okay. Und greift den Gegner zweimal an, bleibt für eine Runde und stört die HP. Okay. Auch mit Max-HP. Okay, alles klar. Nice. Wow. Ja, also von mir aus kannst du weitergehen, oder? 3 LD, 4 Sterne schon gezogen. Wow. Hoher Elementar. Das ist auch gut. Ich finde, die Rollen sind immer zu schnell weg. Liegt aber auch an dieser 10er-Beschwörung. Jetzt hatte ich natürlich 20 Rollen ohne Blitz. Das ist natürlich schade. Komm. Komm, komm, komm. Ach, schon wieder keins. Wie viel Platz habe ich? 98, okay. Einmal geht noch. Oh Mist, jetzt habe ich eine einzelne gemacht. Das wollte ich gar nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, und das ist die Winddryade. Die habe ich ja. Ja, stimmt, meine 210 hier sind zu schnell weg. Und es ist ein Sniper. Der Wassersniper. Okidoki. So, kurz mal Platz machen. Ach Quatsch, das ist das falsche Lager. So. Die ganzen LDs, die lasse ich hier und der Rest kann ins Lager. So. 100 habe ich noch. Okay, hier war nichts spannend. Wow. Okay. Kein LD-Monster. Nicht mal 3 Sterne. Schade. Ah, den Dunkelvagabunden hatte ich auch noch nicht. Okay. So, der Windschokoritter. Könnte ich ja direkt als Skill-Ups nutzen, ne? Schon wieder Kurierhai. Ich krieg ganz viele Kurierhaie. Und ein Schwarztehäschen. Das Feuer. Den Höllenhund hatte ich auch noch nicht. Interessant. Dann noch ein Schwarztehäschen. Oh, das Dunkle. Wow. Cool. So, der Windninja. Geht's halt. Dankeschön. Ach, der Licht-Drunken-Master und der Dunkelgolem. Cool. Sowas konnte die gleich das Verhältnis von HP und Angriffsleiste aller Gegner mit Ausnahme von Bossen aus und greift sie dann dreimal an. Okay. Okay, da kann ich mir das gerade nicht so runter vorstellen. Greift alle Gegner dreimal an, um ihre Angriffsleiste jeweils 25% zu reduzieren. Okay, interessant. Ich habe schon 2 LD in der Scheiß, aber Lynn fehlt mir noch immer. Echt? Eieiei. Was? Ja, manchmal ist das so verflucht, ne? Da kriegt man selbst das einfachste Monster irgendwie nicht. So, Anubis. Wind. Und die Shazoon. Na gut. Nochmal ein 4-Sterne-LD. Ich hab's im Gefühl, es kommt noch eins. Ja, das ist Lichthypnomiau.
Ich finde diesen Namen so herrlich. Hypno-Miau. Es ist der Hammer. Licht-Hypno-Miau. Entfernt den Schlaf von allen Verbündeten außer von dir selbst, wenn du im Schlaf den Zug erhältst. Cool. Ich finde die irgendwie knuffig. Ist halt so ein richtiger Mut, die man hat, ne? Okay, dann nutze ich mal die Gelegenheit, sammle hier mal die ganzen Sachen ein und ich mache noch mal ein bisschen Platz. Feuerartefakt, okay. Dunkelheit, HP, Feuer-ATK. So. Und noch ein paar Runen. Nett. Ja, die kann weg, die kann weg. Die behalte ich erstmal, die behalte ich auch erstmal. So, und dann kriege ich ja noch hier ganz viele Sachen. Ups. Nochmal 14 mystische, 3 Special-Rollen. Und die legendäre Rolle. So. Und ich wollte Platz machen. So, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Ja, schon 5 LD 4 Sterne Monster. Krass. So, 42 to go. Den dunklen Hag hatte ich auch noch nicht. Interessant. Chakram-Tänzerin, Feuer. Cool. Die nächsten. Aha. Okay. Wassersulfide. Hatte ich aber schon. Windbarbarenkönig, okay. Aber die habe ich ja schon alle. Es ist ein Sky Surfer! Feuer! Ich wollte einen Sky Surfer, da habe ich ihn. Geil! Cool! Wow! Dankeschön! Dankeschön! Das ist ja krass. Und da ist die Licht-Dokai-Prinzessin. Wow. Cool. Jetzt habe ich Licht und Dunkel, ne? So, das. Genau, Dunkel habe ich jetzt und Licht. Cool. So, der muss natürlich instant gesperrt werden. Und die sperre ich auch mal zur Sicherheit. So, hatte ich die gesperrt? Das ist eine sehr gute Ausbeute, würde ich mal sagen. Eine sehr, sehr gute. Krass. Hey, hey. Okay, 12 Stück. Schade. Okay, zum Schluss nochmal quasi gar keine LD-Monster. Ist okay. Ach, nochmal den Dunkeltaoisten bekommen, okay. Und auch wenig Hollow-Views. Das stimmt. Ich glaube, er war Hall of Heroes. Ich glaube, die beiden. Und der Rest nicht. Die Dunkeldryade war auf jeden Fall Hall of Heroes. Da kommen wir, genau. So, dann noch 2 legendäre Allattribut, 4 legendäre. Ach ja, nochmal mystische. Insane. Einfach insane. So, na dann, nochmal die mystischen. Krass, krass, ey. Neo Stone Agent? Okay, aber die war auch nicht neu, ne? Genau, die hatte ich auch schon.
Da. Okay. Hier gibt es nochmal zwei von den Special-Rollen. Und hier kriege ich ja, glaube ich, auch nochmal eine. Oder? Genau, eine kriege ich hier noch. Ich werde hier wirklich zugemüllt mit Rollen, aber ich lieb's. Wer liebt's nicht? Nummer 15 mystische. Assassine. Die war aber auch nicht neu. Schade. Dann mache ich noch die einzelnen. Ah, noch ein Blitz. Sehr gut. Ein Vampir. Wind. Okay. Okay. Und dann nochmal die drei Special-Rollen hier. Gibt es noch einen Blitz? Nee. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. So, dann 4 legendäre und 2 legendäre aller Attribute. Nochmal eine Dryade. Okay, ist für Skill-Ups gar nicht mal so schlecht. Habe ich ja noch nicht. Doch, sie ist mit dem zweiten Skill schon komplett. Aber die noch nicht. Okay. Also gar nicht mal so schlecht, dass ich viele Dryaden bekomme. So, nochmal der Feuer-Ninja. Den hatte ich aber, glaube ich, auch schon. Nee, den hatte ich noch nicht. Sehr gut. Dann ist es natürlich sehr gut. Der ist auf jeden Fall wichtig für TUA. Für eine gewisse Stage. Nochmal ein Barbarenkönig, okay. Den hatte ich schon. So, die letzte legendäre. Und es ist Stahltruppenkommandant. Genau. Das ist vom Assassin's Creed Event der Ezio. Genau. Und jetzt habe ich. Ach ja, guck mal, jetzt habe ich hier nochmal die freigeschaltet. Die legendäre. Nehme ich gerne. Nochmal eine legendäre. Und nochmal eine Hypnomiau. Die kann ich als Skill-Up nutzen für die Licht. Hypnomiau. Ey, diese Namen sind wirklich absurd. So, kann ich noch was einsammeln? Kann ich noch irgendwas Cooles machen? So. Ach, guck mal, mir fehlen 2 Kristalle. Ich weiß, man sollte Kristalle eigentlich sparen, aber ich habe so viel Energie, die werde ich so schnell nicht los. Deswegen gebe ich mal die Kristalle aus. Verbotenerweise. Um mir nochmal Rollen zu holen, beziehungsweise dadurch sammle ich ja nochmal die Münzen, wodurch ich mir ja nochmal mehr Rollen holen kann. Aber egal, was ich jetzt noch beschwöre, es war auf jeden Fall erfolgreich. Definitiv. So. Ah, ich glaube, das reicht sogar schon, ne? Cool. So, na dann, let's go Premium-Paket. So, wie viele Rollen kriege ich dadurch nochmal? 5, ne? Ist doch gut. Habe ich noch genug Platz? Sicherheit packe ich die nochmal alle hier rein. Und ich habe hier nochmal Cyborg. So, ich hatte ja den Wasser gezogen und ich kriege Wind. Sehr cool. Direkt 2 neue Monster. Sehr schön. So. Komm, Special Rollen. Noch ein Blitz. Einen coolen Blitz noch. Der Kurierhai, ne? Den habe ich schon
Viermal gezogen? Fünfmal? Ich weiß nicht. Ein Feuerrobo. Okay. Okay, es war ein Blitz, also die haben mich nicht enttäuscht. Wäre natürlich cool gewesen, wenn es ein LED-Blitz gewesen wäre. Aber man kann ja nicht alles haben. Wäre auch zu schön. Nochmal eine Dryade, sehr gut. Mehr Skill-Ups. Ja, die... Da habe ich den Blitz aus Versehen übersprungen. Sorry dafür. So. Es hört einfach nicht auf. Okay, nochmal eine mystische. Hier. Zack. Die hat es ja nochmal gebracht hier. Meister des Gifts. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Doch. Okay, krass. Gut, das war's. Hier sind noch hier die Rollen. Die gravierten Beschwörungsstücke. Legendäre Attribut. Let's go. Ein neuer Cyborg. Nee, es ist Wasser, den hatte ich schon. Okay. Komm, nochmal in LD. Das wäre doch cool. Als Abschluss. Nächstes nochmal ein Cyborg. Und zwar Feuer diesmal. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt alle drei Attribute von Cyborg. Cool. Ja, war doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich noch die Beschwörungsstücke. Da wähle ich hier die linke Seite, denn da ist nämlich nochmal ein Wasser-Sky-Surfer. Aber gut, mit den Beschwörungsstücken hatte ich bisher nie Glück. Also auch auf meinem Main-Account nicht. Also, die sind eigentlich wirklich nicht so besonders. Oh, immerhin Blitz, cool. Und es ist nochmal ein Piratenkapitän. Oh, nochmal ein Blitz. Bumerang kriege. Na gut. Okay. Ja, aber es hat sich doch gelohnt, Mensch. Wow. Also, neues Nat 5, Sky Surfer. Dann die drei Cyborgs, die drei neuen Monster. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LD-4-Sterne-Monster. Wow. Cool. Einfach cool. Jetzt muss ich nur gucken, was ich mit denen anfange. Aber das Nutzen wird sich schon finden, tatsächlich. Darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. So. Was habe ich jetzt hier noch? Achso, ich habe hier nochmal eine mystische wahrscheinlich. Ach ja, und nochmal eine Special-Rolle. Cool. Wie viel kann ich mir noch kaufen von den Special-Rollen? Wie viel sind noch offen? 31 sind theoretisch noch offen, aber dazu müsste ich noch ganz viele Sachen sammeln. Und bei dem Shop sind noch 2 legendäre offen und 200 mystische. Okay, dann muss ich mal gucken, wann ich die zusammentrommel. Die hebe ich mir noch auf jeden Fall auf für irgendeinen nächsten Stream. Der kommt dann halt dementsprechend, wenn ich die alle freigeschaltet habe. Damit sich das lohnt. Aber für heute... Schon wieder der dunkle Kurier. Es kann doch gar nicht sein, oder? Das ist ja... verhext. Wirklich. Das war mit den Bomben, glaube ich, ne? Der Sky Surfer. Genau, installiert eine Bombe, die nach einer Runde auf dem gegnerischen Ziel explodiert und die Abklingzeit der Fertigkeit um eine Runde erhöht. Installiert anschließend eine Bombe, die nach 2 Runden auf allen verbleibenden Gegnern explodiert. Okay. Greift den Gegner an, erhöht die Abklingzeit der Fertigkeit des Ziels um eine Runde und absorbiert die Angriffsleistung um 30%. Mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 75%. Verringert außerdem die Abklingzeit deiner Fertigkeit um eine Runde, wenn du die Abklingzeit der Fertigkeit erfolgreich erhöht hast. Okay, die geht runter auf 3 Runden, beziehungsweise wenn das kommt, auf 2 Runden. Okay, weil ich glaube, den Skill hat, aber haben auch die anderen Sky Surfer. Cool. Erstmal erwecken. Nice. Ich habe auf meinem Hauptaccount noch keinen Sky Surfer. Und ich überlege mir mit dem Event, wo ich mir ja einen aussuchen kann, dann einen Sky Surfer zu holen.
Also hier. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Aber ich weiß halt nicht, müsste ich halt, welcher Sky-Surfer für mich halt Sinn machen würde. Entweder Wasser oder Wind. Ich mag beide gerne. Ich glaube, ich könnte mich tatsächlich überhaupt nicht entscheiden, ob ich Wasser oder Wind nehme. Und dann kann man ja mit dem 10. Jubiläum ja auch noch eine Formwandlung kriegen. Bis zu 10. Ist ja auch crazy. Auch hier wüsste ich, könnte ich mich, glaube ich, gar nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Ach, es ist so viel. Und das Krasse ist, es ist ja das bisher das größte Event für das 10. Jubiläum. Und es ist gerade mal das 4. von denen. Und es kommen insgesamt noch 6. Und ich habe die ganz starke Hoffnung, ja. Ich weiß, das werden die nicht tun, aber ich habe die Hoffnung, dass beim letzten Event im Dezember, dass sie einen Denat-Pfeil vergeben. Man darf träumen, aber es wäre cool. Es wäre richtig cool. Das wäre schon nice. Welche Runen brauche ich? Imagine, das wäre geil, oder? Also das wäre wirklich, die würden wirklich der Spielerschaft einen riesigen Gefallen tun. Was ich aber krass finde, bei Chronicles ist es, ja doch, Chronicles, da haben sie das erste Jubiläum gefeiert, zack, direkt einen Eldena-Pfeil for free. Summoner's War, nicht mal nach 10 Jahren. Ja, das wäre dann so ein Grund dagegen tatsächlich. Aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem freuen. Also jeder würde sich freuen, na klar. Aber Speed ATK, ATK. Komm. Zack. So. Und die sind auf 12, das reicht ja erstmal. Also den mache ich nochmal 15, ich habe ja genug Mana. 84 Speed. Das geht doch voll klar. Kann ich hier was verstärken? Ne, ich habe keine Verzauberungssteine. Das ist natürlich traurig. Sehr traurig. Und damit ich den mal in Action sehe, mache ich hier noch einmal die, hier, den Dimensionsriss, ne? So. Zack. Und zack, zack und zack. Ah ja, verstehe. Alles mit der einen Runde Bombe. Das ist schon cool. Okay, Abklingzeit erhöht und Abklingzeit runter. Das funktioniert ganz gut. Also ja klar, Accuracy muss halt natürlich da sein, aber sonst ist eigentlich ganz cool. Und das mit dem Schild ist eigentlich auch ganz cool. Das ist, glaube ich, von der Dryade. Das für eine Dryade. Okay. Cool. Ja, also ich kann nicht klagen. Natürlich leider kein Eldena-Pfeil. Aber trotzdem ziemlich nice. Hab ein Wunschmonster, Wunsch-Nat-Pfeil bekommen und ein paar LD, 4 Sterne. Also hat sich voll gelohnt. Und ich bin sogar pünktlich fertig geworden. Mensch. Das Timing ist ja heute dann doch noch ganz gut geworden. Also, na dann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und fürs Mitfiebern vor allem.
Und nee, also alles gut. Dann gehabt euch wohl und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, morgen geht's dann wieder mit Horizon weiter. Auf jeden Fall. Und Summoner's War dann wieder, sobald ich genügend Rollen zusammengesammelt habe. In dem Sinne.